Die nächste Musikgruppe darf ich jetzt bei uns willkommen heißen. Es ist die Gruppe Schrottbrett, Dietmar Kazianka und Andi Brettner. Andi, ihr habt für Licht ins Dunkel gesungen. Ja, und zwar ein besonderes Weihnachtslied, Leise rieselt der Schnee. Wir haben das schon länger im Programm. Uns gibt es ja mittlerweile schon 8 Jahre. Und unsere Philosophie, das ist einfach Mundart singen. Und wir haben das Lied in Mundart aufgenommen. Und dieses Jahr haben wir gedacht, warum nicht für einen guten Zweck? Und mit Hilfe der regionalen Medien, besonders den Herrn Springer, ist es uns gelungen, dieses Projekt eigentlich zu verwirklichen. Und ja, was dabei herausgekommen ist, das werden wir gleich hören. Der Thomas Springer ist heute auch mitgekommen von den regionalen Medien. Und ihr wart so begeistert, dass ihr gesagt habt, das machen wir, das packen wir an. Oder warum seid ihr da mit ins Boot gekommen gewissermaßen? Das war sicher der Hauptgrund, sage ich jetzt einmal. Aber grundsätzlich ist es auch so, dass die Regionalmedien mit ihren 7 Magazinen das Ganze ja versuchen, regional zu unterhalten, aber auch zu unterstützen, sei es Vereine, sei es Veranstaltungen. Und dieses Projekt hat sich einfach auch ergeben. Es ist ein regionales Projekt, es ist ein unterstützendes Projekt, das uns ganz wichtig ist. Und es kommt noch dazu, dass der Dietmar Kazianka bei uns Mitarbeiter ist. Und so war es für uns auch klar, dass wir dieses Projekt gerne unterstützen. Mhm. Dietmar, wieso nennen Sie euch Schrottbrett? Ergibt sich ganz einfach aus den von den Gründervätern, der Peter Schrottenbach und der Andreas Brettner. Und aus dieser Namenszusammensetzung ergibt sich dann Schrottbrett. Und ganz du bist einfach ein Fan von Marco Ventre, deswegen auch der Bart, oder? Nein, ja, den hat er von mir. Wer hat das von wem übernommen? Ich übernehme sehr gerne euren Stern. Gerne. Danke vielmals. Herzlichen Dank und darf euch dann jetzt gleich mal auf unsere Showbühne bitten, denn in Kürze hören wir euren Titel Leise rieselt der Schnee.